Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zum Sportmagazin A wie Angriff. Seit 1,5 Jahren gibt es in Aschaffenburg eine Stepptanzschule, wo wirklich jeder die Möglichkeit hat, das Steppen zu lernen. Und bekannt geworden ist das Steppen eigentlich durch den bekannten irischen Stepptänzer Michael Flatley, der mit Lord of the Dance den großen Durchbruch geschafft hat. Im Ludwigstheater in Aschaffenburg wird allerdings ein ganz anderer Stepptanzstil angeboten. Was die Unterschiede sind und vor allem, wie man das Steppen lernen kann, darum geht es heute bei A wie Angriff. Und bei mir zu Gast ist der Gründer der Tap Dance Factory, Rainer Brehm. Herzlich willkommen, Rainer. Hallo. Rainer, du hast eine sehr interessante Vita und du bist Schauspieler und Tänzer zugleich. Wie bist du denn damals zum Stepptanzen gekommen? Das ist eine ganz tolle Geschichte. 2007 hatte ich in der Schauspielschule im Ludwigstheater meine Ausbildung gemacht und da war ein Pflichtfach Stepptanz. Und da habe ich auch meine Liebe zu diesem Tanz entdeckt. Und wie gesagt, ich steppe erst seit 2007, das ist noch gar nicht so lange her. Ja, und dann habe ich das quasi auf die letzten Jahre hin dann professionell bin ich das angegangen. Was heißt denn professionell? Du warst sicherlich auch nicht nur in Deutschland unterwegs. Nein, ich war nicht in Deutschland allein unterwegs, sondern auch in den Staaten. Mhm. Ich war öfters für längere Zeit dort und habe meine Ausbildung als Stepptänzer gemacht. Am Broadway, 72. Straße, war mein kleines Stepptanzstudio dort. Ja, das war eine sehr intensive Ausbildung, eine intensive Angelegenheit. Ich hatte teilweise bis 12 Stunden täglich praktischen Unterricht und das hat halt bewirkt, dass ich innerhalb von kürzester Zeit mich da extrem schnell und gut weiterbilden konnte. Was waren deine schönsten Momente am Broadway? Das Sinatra-Musical, das zu diesem Zeitpunkt Premiere hatte. Du hast wirklich abends in Musicals getanzt und hattest da wirklich deine Routine als Stepptänzer? Getanzt habe ich leider nicht im Musical, also ich war da als Gast. Mhm. Ja, also letztendlich war es so, wir haben uns ja dann auch kennengelernt in den Gruppen. Wir haben viele Veranstaltungen gehabt, private Art, wo wir Swing getanzt haben und gesteppt. Halt mehr in privater Atmosphäre in New York dann. Ich habe vorhin schon erwähnt, dass es ganz unterschiedliche Stepptanzstile gibt. Du zum Beispiel unterrichtest nicht den irischen Stepptanz, sondern den New Yorker Stil. Welche Unterschiede gibt es? Also der irische Stepptanz ist eine Art traditioneller Clock-Tanz, so nennt man das. Die Schuhe sind da auch ein bisschen anders. Ist mehr strenger getanzt. Auch mit dem Hüpfen und so, das ist bei uns jetzt nicht der Fall. Was wir im amerikanischen Stepptanz haben, ist mehr die Technik mit den Füßen zu erarbeiten. Das heißt also, wir legen unheimlich viel Energie auf die einzelnen Schritte. Was natürlich beim irischen Tanz auch so ist, aber die Art und Weise ist anders. Und für Menschen, die schon etwas älter sind und das gern lernen möchten, natürlich optimal, weil man einfach nicht mehr so hoch springen muss wie beim irischen Tanz. Du hast sozusagen vor 1,5 Jahren dein großes Hobby zum Beruf gemacht und ich zitiere dich kurz, das stand nämlich auf deiner Homepage: Wenn mir vor ein paar Jahren jemand gesagt hätte, dass ich mal meine eigene Stepptanzschule haben würde, hätte ich ihn wahrscheinlich für verrückt gehalten. Es kommt ja dann trotzdem immer alles anders, als man es plant, und du hast dir tatsächlich deine eigene Stepptanzschule am Hauptbahnhof in Aschaffenburg aufgebaut. Warum der große Sinneswandel? Der Sinneswandel, es gibt in der ganzen Umgebung in Aschaffenburg erst wieder eine tolle Stepptanzschule in Gelnhausen in dieser Richtung. Dann gibt es nur noch selten was in Frankfurt und in Darmstadt gibt es auch nur noch eine. Also für mich war einfach klar, das ist eine Sparte, das wird sehr schwer, aber die Leidenschaft, die mich begleitet beim Tanzen, das war eigentlich auch der Grund, wo ich gesagt habe, okay, ich mache das gern, ich tanze gern und möchte einfach auch von Kindern bis hin zu Senioren, von Leuten, die kleine Handicaps haben, einfach diesen Tanz näher zu bringen. Und das schaffst du ganz gut. Du bist mittlerweile auch schon sehr expandiert. Und zwar ist das ganz Besondere an deiner Stepptanzschule, dass es eine alte Kleiderfabrik ist mit einer ganz tollen Atmosphäre. Wieso hast du dich gerade für die Location entschieden?
Ja, das ist so ein bisschen Heimat von meiner Zeit in den Staaten. Also man muss sich das vorstellen, in den Staaten sind viele Tanzschulen einfach auch in dieser Art, sind Lofte oder alte Fabrikgebäude, und das hat natürlich schon ein gewisses Vertrauen auch. Wenn wir so lange dort waren, hat sich das auch, hat dort auch gelebt und hat auch da trainiert. Und da habe ich mir gedacht, okay, wenn ich mir was suche, dann suche ich mir was, was so ähnlich ist. Und es war wieder ein Zufall, wie das manchmal so läuft. Der Leiter vom Ludwigstheater, der Thorsten Stoll, hat mich angerufen und gesagt, du, hör zu, bei uns ist jemand ausgezogen im Haus, hast nicht Lust, da könntest du doch wunderbar eine Steppschule reinmachen. Und so kam es dann auch, und du bringst wirklich Jung und Alter Steppen bei. Auch ich durfte heute Morgen meine erste Schnupperstunde ablegen. Und liebe Zuschauer, wie ich mich dabei angestellt habe, das sehen Sie in wenigen Minuten bei AWI Angriff. Also unbedingt dranbleiben, es lohnt sich auf alle Fälle. Exzellent verführt. Ein Paradies für Genussmenschen. Zart schmelzende Nougat-Variationen, Marzipan, Liköre, internationale Spezialitäten und eine große Auswahl an handgefertigten Confiserie-Pralinen. Himbeere, Trüffel, Rum. Pralinen aus der Nougat-Welt, Schmalkalden. Viva Sweets in Aschaffenburg. Ein besonderes Einkaufserlebnis. Verführerisch, herzlich und einladend. Qualität steckt in den inneren Werten. Und das ein Leben lang. So wie bei unseren Möbeln. Die Produkte von Coa sind flexibel wie ein Baukastensystem und so anpassungsfähig wie ein Chamäleon. Mit Coa durch ihre Schlichtheit immer im Trend. Seit über 40 Jahren handeln wir im Sinne unserer Kunden. Walter Diem in Aschaffenburg. Die Bratzen gehören zu den Laubtieren. Man kann sie in Kloßbratzen und Schweinbratzen unterscheiden. Sie verstehen den Text des Films nicht? Der Fernseher ist zu leise? Schwerhörigkeit ist nicht nur ein Problem der Betroffenen, sondern auch für die Angehörigen. Besser hören mit Kreins Hörgeräte. Hörgeräte Kreins in Aschaffenburg und Erlenbach. Frühlingsgefühle bei Gartenfachmarkt Helmstetter. Gartengestaltung nach Ihren Wünschen. Eine riesige Auswahl an Blumen, Stauden, Nadel-, Laub- und Obstgehölzen auf 80.000 Quadratmetern. Schaffen Sie sich Ihre Wohlfühloase mit Gartenfachmarkt und Baumschule Helmstetter direkt an der B469 in Großwaldstadt. Dem jungen Glück der ganzen Familie. Ob zum Kauf oder zur Miete, wir helfen Ihnen, dass Ihr Traum von dem passenden Heim Wirklichkeit wird. Willkommen zu Hause. Finden Sie mit uns das passende Zuhause oder die passende Immobilie. Gödert Immobilien. Seit 45 Jahren eine erste Adresse, wenn es um Immobilien geht. Direkt gegenüber Aschaffenburger Hauptbahnhof. Alle Staus, alle Blitzer, alle Hits aus Pop und Rock. Radio Primavera. Liebe Zuschauer, endlich bin ich angekommen in der Tap Dance Factory im Ludwigstheater in Aschaffenburg. Es ist eine alte Kleiderfabrik. Ja, im Industrial Design, und hier wird seit 1,5 Jahren gesteppt. Ich habe vorher noch nie gesteppt und werde heute meine erste Stepptanzstunde erleben und nehme Sie dabei einfach jetzt mit. Hallo Rainer Brehm. Hallo, grüß dich. Schön, dass es geklappt hat. Dir gehört die Tanzschule, du hast sie sozusagen vor 1,5 Jahren aufgebaut, und ich darf heute meine erste Schnupperstunde mit dir erleben. Wie fahren wir denn jetzt fort? Ja, ist ganz einfach. Hast du schon mal gesteppt? Nein. Nein. Hörst du gern Musik? Ja, ich höre gerne wirklich alle verschiedenen Musikrichtungen und ich tanze auch sehr gerne. Ah, okay. Dann fangen wir gleich an, und dann würde ich dir einfach mal ein paar Schuhe zeigen, die du bitte anziehst, weil die Schnupperstunden, die ich hier mache, sind ausschließlich mit richtigen Steppschuhen. Damit du das Gefühl auch kriegst, wenn wir quasi zusammen jetzt die Schnupperstunde beginnen, dass du auch das Feeling hast einfach für die Schuhe und für den Tanz. Und da suchen wir uns jetzt mal ein paar raus. Rainer, links von uns sind sozusagen deine ganzen Schmuckstücke lauter Stepptanzschuhe. Welche Unterschiede gibt es denn bei den Schuhen?
Die Unterschiede, klar, einmal die Größe. Ich zeige dir das gerade mal. Wir haben hier einen ganz kleinen Schuh. Genau, den halten wir gerade mal in die Kamera. Schuhgröße 28, wie süß. Genau, das dann wirklich für die kleinen Kinder, die bei dir auch teilweise schon anfangen zu steppen. Das heißt, die sind dann ungefähr 6 Jahre alt? Zwischen 6 und 7. Welcher Schuh ist denn jetzt für meine Schnupperstunde bestens geeignet? Das ist ein Schnürschuh mit einem flachen Absatz. Anfänger sollten diesen Schuh tragen, sagen wir mal so die ersten 1,5 Jahre. Und dann kann man dann in andere Formen gehen und auch andere Schnür, also ohne Schnur, mit einem Riemchen oder so. Da gibt es dann verschiedene Modelle. Aber das ist so für den Anfang genau das Richtige. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich werde mir jetzt die Schuhe anziehen und dann werde ich ja mit dem Steppen loslegen. Wir haben uns jetzt vor deinem großen Spiegel platziert und fangen gleich mit den ersten Schritten an. Worauf muss ich denn jetzt besonders achten? Also das Wichtigste beim Stepptanz ist, dass du weißt, die Bewegungsabläufe von den Schritten, also die Bewegung nach vorne, zurück oder zur Seite, die sind genauso angelegt wie die Gehschritte im Endeffekt. Also man sollte möglichst vermeiden, jetzt bewusst fürs Tanzen extrem große und ausgedehnte Schritte zu machen. Und so ist es übrigens auch beim Hochziehen des Oberschenkels. Also der Oberschenkel ist ausschlaggebend für den Schritt, wie beim normalen Schritt auch. Und am besten, man stellt sich vor, man geht bei den Schritten, wenn man nach vorne läuft, die Treppe hoch. Also diese Bewegung des Anheben des Fußes und des Abstellen und der andere Fuß folgt dann gleich nach. Das können wir jetzt mal probieren. Ja, ich würde es jetzt wirklich gerne mal austesten. Okay. Was muss ich machen? Also erstes Mal nehmen wir den Oberschenkel hoch und lassen uns mit der Kante, mit der Fersenkante auf den Boden fallen. So, genau. Den nennt man dick. 3, 4 und dick. 2, 3 und dick. 2, 3 und dick. Genau, und jetzt setzen wir den nächsten dran. Das ist ein Ball Drop. Das heißt, der vordere Fuß, die vordere Fußspitze, der Ballen wird auf den Boden gepresst, indem man den Oberkörper nach vorne bewegt und dabei den linken Fuß automatisch hochzieht, nämlich so. 3, 4 und genau. 3, 4 und dick. Okay, machen wir mal beides zusammen und dick, Ball, mal die linke Seite gleich. 3, 4, dick, Ball, dick, Ball. Genau. Dann setzen wir nur einen hinten dran, dann nennt man einen Ball Touch. Und das zeige ich dir jetzt mal. Deke, Ball Touch und Ball Drop. Machen wir es mal zusammen. Und Deke, Touch, mit Gewicht vor. Deke am Platz, Touch, Ball, mit Gewicht nach vorne bewegen. Und Deke, Touch, Ball, Deke, Touch, Ball, Deke, Touch, Ball, Deke, Touch, Ball. Warte mal, jetzt muss ich mal gerade gucken, wie gehe ich jetzt zurück? Ist es auch ein Schritt? Okay, gut. Wir können den gleich machen, der Zurückgehschritt. Denn wir könnten natürlich auch so gehen, wobei das ein bisschen komisch aussieht. Wir machen einen Step, das heißt, wie wenn du rückwärts auf die Treppe gehst, also die Treppe runtersteigen würdest. Step und dann aufs Heel, auf die Ferse. Heel, Step, Heel, Step, Heel, Step. Und? Wie habe ich mich geschlagen? Sehr gut. Ja, ist es normal, dass man anfänglich ein paar Schwierigkeiten hat? Also es ist unterschiedlich, wie das Empfinden ist für den Rhythmus und für den Körper halt. Aber sag mal, egal wie man anfängt, so, wenn man ein bisschen Rhythmusgefühl hat, dann wird es im Laufe der Zeit durch die ewigen Wiederholungen, kriegt das fast jeder hin. Also muss schon einer sehr unmusikalisch sein. Sonst funktioniert es immer, ja. Rainer, meinst du, wir bekommen zusammen auch schon so eine kleine Choreografie auf Musik hin? Bestimmt, wir müssen ein bisschen üben jetzt, ja. Hast du die Geduld mit mir? Natürlich, klar, mach mal. Okay, liebe Zuschauer, dann üben wir jetzt mal und werden Ihnen gleich noch eine kleine Choreografie präsentieren. Ich bin gespannt.
Rainer, du hast jetzt eine kleine Choreo mit mir einstudiert und mir ist aufgefallen, dass wir von Lied zu Lied immer schneller geworden sind. Wieso konnte ich nicht gleich von Anfang an mit dem schnellen Lied einsteigen? Weil die Schritte hatte ich ja im Kopf. Ja, genau. Die meisten Schüler haben die Schritte dann schon im Kopf, wären aber etwas überfordert, wenn es gleich auf die Ganzen gehen würde. Somit steigere ich das Tempo immer um 5 oder 10 Beats, je nachdem, wie die Gruppe mitkommt. Und somit ist dann quasi letztendlich, wenn man das 10, 15 Mal wiederholt hat, immer ein bisschen schneller, wesentlich angenehmer. Also vom Empfinden her, wenn ich jetzt quasi anfange und mache sofort einen schnellen Rhythmus. Wir hatten jetzt so eine Art Swing-Musik. Auf welche Musikrichtungen tanzt man denn sonst noch beim Stepptanz? Also diese Art von Stepptanz, die ich unterrichte, da kann man eigentlich von Hip-Hop über Jazz, Swing, Dreivierteltakt, Viervierteltakt, Fünfvierteltakt, also eigentlich auf alles. Ich muss jetzt kurz nochmal auf meine Steppstunde eingehen. Ich habe ja keinen Vergleich, wie es bei den anderen aussieht. Du hast jetzt eine Choreo mit mir einstudiert. Ich weiß nicht, wie lange sie geht, vielleicht 15 Sekunden mit den ersten Grundschritten. Wie sieht es bei den anderen Schülern aus? Ist es wirklich die gleiche Vorgehensweise oder hast du bei mir jetzt eine kleine Ausnahme gemacht? Also es ist immer die gleiche Vorgehensweise, deswegen mache ich auch Schnupperstunden, die ja ganz unverbindlich sind bei mir, dass sich jeder mal persönlich kennenlernt, am Schuh auch, so individuell wie es geht. Ich fange natürlich immer so an wie bei dir auch und gucke dann, ob jemand, sag mal, das schnell aufnimmt. Der eine hat mehr Rhythmusgefühl. Braucht ein bisschen länger, bis er sich die Kombination merken kann. Der andere merkt sich die Kombination früher, hat vielleicht noch ein bisschen Rhythmusgefühl. Und so kann ich halt beim Einzelunterricht der Schnupperschüler individuell darauf eingehen. Und damit kann man das wunderbar regeln. Dann würde ich sagen, ist jetzt hier unser großer Auftritt. Ich würde mich freuen, wenn du mit mir tanzt, weil ich glaube, das sieht einfach ein bisschen schöner aus. Wenn du das möchtest, gern. Ja, gerne. Gut, dann mache ich jetzt erst Musik und dann komme ich her und dann fangen wir an. Zähle ich ein. Okay. Vielen, vielen Dank. Liebe Zuschauer, ich kann es Ihnen nur auch empfehlen. Es macht tatsächlich sehr, sehr viel Spaß und ich bin auch ganz schön ins Schwitzen gekommen. Das hätte ich zu Beginn gar nicht gedacht. Und ja, jetzt freuen Sie sich einfach auf unsere kleine Choreo. Vielen Dank nochmal, Rainer. Ich denke, man konnte sehen, dass es mir sehr viel Spaß gemacht hat heute Morgen. Ja, wie gesagt, sehr gut gemacht. Für die kurze Zeit, die wir zur Verfügung hatten, war das echt toll. Vielleicht komme ich auch nochmal ein zweites Mal. Wäre schön. Wir konnten auch eben ganz gut sehen, dass deine Schnupperstunden Einzelstunden sind. Das ist wesentlich mehr Aufwand als in einer Gruppe. Wieso hast du dich trotzdem für Einzelstunden entschieden letztendlich? Also anfänglich hatte ich mehrere Schnupperschüler in einer Stunde, Interessenten. Mir hat allerdings ein bisschen gefehlt, dass ich mich individuell um jeden persönlich kümmern kann, weil ja jeder, der kommt, doch, sag mal, auch eine gewisse Art des Heranbringens braucht. Von den Schritten und das Arbeiten mit den Schritten und der Musik. Aus dem Grund habe ich irgendwann mal gesagt, okay, ich mache das aufwendiger und die Schnupperstunden mache ich als Einzelstunden. Dann kann ich mich eine halbe, dreiviertel Stunde um denjenigen bemühen oder diejenige und kann auch versuchen, möglichst viel Talent herauszuholen. Wie hoch ist denn die Übernahmequote letztendlich nach der Schnupperstunde? Also von 10 Schülern 8. Also 80%, das ist sehr, sehr hoch, würde ich sagen. Und für Aschaffenburg, also besser, als ich gedacht hatte. Ja, auf jeden Fall, sehr gut. Rainer, du bist aber natürlich noch lange nicht am Limit angekommen. Und was in Zukunft noch mit der Tanzschule geplant ist und welche unterschiedlichen Klassen der Rainer unterrichtet, das erfahren wir wieder in wenigen Minuten hier bei AWI Angriff. Also unbedingt dranbleiben. Musik
Küchen bieten Raum zum Wohlfühlen und geselligem Miteinander. Ob klein, schräg oder verwinkelt, Vekumat fertigt Küchen für alle Räume. Meine Küche von Vekumat ist so individuell wie ich. Hier vereinen sich Vielfalt, Qualität und Raffinesse. Küchen direkt vom Hersteller. Vekumat in Elsenfeld-Rück. Die City-Galerie lädt ein zu den Fashion Weeks. Vom 16. März bis 4. April präsentieren die Modegeschäfte der City-Galerie die aktuellsten Trends des Sommers. Für das passende Ambiente sorgen Tausende von Frühlingsblumen in vielen Farben. Die Fashion Weeks vom 16. März bis 4. April in der City-Galerie Aschaffenburg. Ihr Einkaufszentrum mit Herz. Verkaufsoffener Sonntag am 29.03. von 13 bis 18 Uhr und Kochvorführung mit Gaggenau bei Vekumat in Elsenfeld. Knobi Vital, altbewährt und hilfreich. Es ist ein Elixier, wo ich jedem Menschen empfehlen würde, der mit hohem Blutdruck zu tun hat. Blutfett. Der mit Blutfette zu tun hat. Die wertvollen Inhaltsstoffe des Knoblauchs, vereint mit den Wirkstoffen aus Aronia-Beere, Weißdorn oder Ingwer. 2 in 1 erhält Ihre Herzfunktion. Knobi Vital, der tägliche Schluck Gesundheit. Und Sie bleiben fit bis ins hohe Alter. Erhältlich in allen Apotheken und Reformhäusern. Er ist ja nicht umsonst so schön. Ja. Dank Knobi Vital. Hallo, wir sind Andreas Hart und Simone Kerz von Kerz und Hart Friseuren und Living in Aschaffenburg, Weißenburger Straße 4 und machen mit bei der Aktion Lass den Klick in deine Stadt. Und wir sagen Danke bei all unseren Kunden und die es noch werden, für ihr Vertrauen und für ihren bewussten Einkauf in unserem Geschäft und in unserer Stadt. Denn hinter jedem Unternehmen stehen Menschen und das sind wir. Kerz und Hart. Lass den Klick in deiner Stadt. Eine Initiative von MeinTV aus Leidenschaft für unsere Region. Mit freundlicher Unterstützung der Sparkasse Aschaffenburg-Alzenau. Der perfekte Start in Ihren Sonntag. Mit Prima Sonntag. Prima Sonntag, denn am siebten Tage sollst du lesen. Willkommen zurück zum Sportmagazin AW Angriff. Der Stepptänzer Rainer Brehm, der im Ludwigstheater in Aschaffenburg seine eigene Stepptanzschule hat, ist noch immer bei mir. Rainer, wie häufig unterrichtest du denn bei dir in der Schule? Also ich unterrichte in der Woche dienstags, mittwochs und donnerstags. Das sind meine festen Unterrichtstage. Und es beginnt meistens, beginnt der Unterricht um 16 Uhr und endet so gegen 22 Uhr. Wie groß sind deine Klassen? Die Klassen, die sind unterschiedlich groß, das heißt, es fängt an, also ich habe Klassen, die Kinder sind teilweise 2 oder 3 oder 4 und bis zu den Erwachsenen hin bis zu 12 oder 13. Aber da ist auch schon das Limit angelangt, weil man kann sich dann auch irgendwann gar nicht mehr auf die einzelnen Schüler konzentrieren. Ja, also so mal 10, 12 ist schon so das Limit, ja. Welche unterschiedlichen Stufen gibt es denn bei dir? Du hast vorhin schon erwähnt, klar Kinder, aber auch Senioren und natürlich unterscheidest du dann auch nochmal, wie gut man ist beim Stepptanz. Genau. Es gibt, also bei uns ist es so, die erste Stufe sind Beginner, Anfänger und dann wird letztendlich jedes Jahr die Gruppe eine Stufe weitergestuft. Das heißt Stufe 1, Stufe 2, Stufe 3, Stufe 4. Ich habe im Moment 6 Stufen. Und da kann man auch nicht genau sagen, wo der Stand ist. Man kann natürlich sagen, okay, je höher die Stufe, desto professioneller oder desto perfekter sind die Stepptänzer. Unterrichtest du alleine oder hast du noch andere Lehrer, die dich dabei unterstützen? Also im Augenblick unterrichte ich alleine, wie gesagt, den amerikanischen Stepptanz, möchte aber irgendwann mal auch Irish
irischen Stepptanz unterrichten lassen. Und das würde ich dann nicht selber machen, sondern da suche ich noch einen Stepptanzlehrer oder Lehrerin, die diesen Unterricht für mich dann macht. Ich habe vorhin gelesen, dass Stepptanzen im Vergleich zu anderen Tanzrichtungen sehr gesund ist und auch sogar noch bis ins hohe Alter gesund ist. Was ist denn der Unterschied? Die Bewegung vom Körper her ist also sehr einfach. Die Stepptanzschritte werden in der Regel aus dem Oberschenkel gemacht, das heißt, da ist kein Körpereinsatz notwendig. Und es hat natürlich auch viele gesundheitliche Vorteile. Es beugt Alzheimer vor, es schärft den Gleichgewichtssinn und die Koordination wird gestärkt. Und es ist natürlich auch was fürs Gehirn, das habe ich vorhin gemerkt, weil man sich auch einige Schritte merken muss. Genau, und das wird schön auf Dauer der Unterrichtszeit, wird es schön eingestudiert und immer wieder wiederholt und dann bleibt es natürlich auch hängen. Das Steppen wird in Aschaffenburg bisher sehr gut angenommen, sogar besser als ursprünglich erwartet, aber du hast trotzdem noch einige Pläne für die Zukunft. Die wären? Erstmal fangen jetzt nach den Osterferien die neuen Kurse an. Die Zeiten stehen auf meiner Webseite und dann ist geplant, mit der Lebenshilfe in Aschaffenburg einen Kurs zu machen für Menschen mit Handicap der unterschiedlichsten Art, dass die eine eigene Stepptanzstunde die Woche bekommen. Und mit anderen Projekten bin ich noch am Planen, aber ich möchte auch, sagen wir mal, im Laufe der Zeit mehr auf Senioren mich auch konzentrieren. Und bei den Kindern ist es so, ich mache bei den Kindern speziell keinen Spielunterricht, sondern die üben genauso mit 7 Jahren wie die Erwachsenen auch. Und das möchte ich gern so für die Zukunft mir vornehmen. Noch eine Frage zum Abschluss. Sind auch irgendwelche Vorführungen geplant, zum Beispiel bei irgendwelchen Festen in Aschaffenburg? Also in Aschaffenburg sind wir im Oktober im Martinushaus. Von der Caritas ist da eine Veranstaltung, sind auf jeden Fall am 1. August auf der Landesgartenschau in Alzenau zu sehen und haben noch so ein paar kleine Auftritte. Ja, aber wie gesagt, Martinushaus in Aschaffenburg, das ist so das Aktuellste gerade. Auftritte gibt es auf jeden Fall, das ist schon mal gut zu hören. Dann vielen, vielen Dank, Rainer, und natürlich weiterhin viel Erfolg beim Steppen. Und ich hoffe, wir sehen uns noch ein zweites Mal dann wieder in deiner Stepptanzschule. Das hoffe ich auch. Vielen Dank fürs Interview. Liebe Zuschauer, wir schauen jetzt noch gemeinsam auf die regionalen Sportergebnisse. Viktoria Aschaffenburg ist nach einem wichtigen Sieg am Wochenende endlich auf den 1. Tabellenplatz geklettert. Das Spiel endete mit einem 3:1 und Gegner war der tabellenletzte SV Memmelsdorf. Da das Auswärtsspiel der Viktoria beim VfL Frohnlach auf Mittwoch, den 13. Mai, verschoben wurde, hat sie am kommenden 26. Spieltag frei. Die erste Mannschaft vom SV Erlenbach hat am Wochenende gegen den VfL Frohnlach gespielt und am Ende stand es 2:2 auf der Anzeigentafel, also ein weiterer Punkt für den SVE und den derzeit 13. Tabellenplatz. Das nächste Heimspiel ist diesen Samstag um 16 Uhr gegen den Tabellen 15. FSV Erlangenbruck. Die gute Auswärtsserie beim Handball-Zweitligisten TV Großwallstadt geht weiter. Gegen den Tabellenfünften ASV Hamm-Westfalen schaffte der TVG ein 23:23. Den Sieg verhinderte erst ein Gegentreffer in den letzten Sekunden. Die nächste Partie ist diesen Samstag ebenfalls auswärts gegen den SV Hennstedt-Ulzburg. Anwurf ist um 19 Uhr. Liebe Zuschauer, wir sehen uns natürlich nächste Woche wieder bei A wie Angriff. Ich wünsche Ihnen bis dahin noch eine schöne Woche und machen Sie es gut. Ich bin dieses Jahr mit meinen besten Freunden angereist, mit meinen alten Klassenkameraden und es ist wirklich, man trifft die Leute, die man überall kennt. Paul, 2015 war der Wahnsinn gewesen. Stimmung ohne Ende geil. Man hat jeden eigentlich bis zum Ende so ein bisschen lieb gewonnen schon. Echt eine geile Truppe. Auch die Party an der Platzlalm war richtig gelungen. Der DJ war total cool. Im Zillertal, da gehen wir steil. All in all, affe geil.
Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt. Wir machen den Weg frei.